Hallihallo, Löhle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origin und was für eine Aussicht. So, ich folge ja, seit ich hier gewesen bin, zum Ende der letzten Folge, diesen, ich nenne es jetzt mal Trail, um von hier nach da zu kommen. Echt interessant, weil... Also ich muss sagen, hier merkt man echt gar nicht, ob es ein Weg ist oder nicht. Gefühlt ist es eher, wenn ich jetzt mal hier gucke, stark abbiegen. Also irgendwo hier lang und dann gefühlt eher hier lang. Jetzt gucken wir mal wieder auf die Karte und gucken mal, wo ich auf einmal gelandet bin. Also mit anderen Worten, ich müsste irgendwie... Irgendwie hier und jetzt geht das hier lang. Boah, das ist immer noch nicht der richtige Weg. Crazy. Das genieße ich irgendwie auch gerade. Mal einfach versuchen, das Richtige zu finden. Ja. Gut, dann muss ich da lang. Übrigens, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Das da hatte ich, aber das da unten nicht. So. Dann hier lang. Neun Orte entdeckt, das Polydeikos-Versteck. Ich töte dich! Wer schießt da? Friss das, du Ratte! Dafür schlage ich dich tot! Wollte der gerade echt abhauen? Oh. Oh, da. Genau. Übrigens. Munition voll. Den Schatz. Und dann haben wir dieses Polydeikos-Versteck. Deukes-Versteck. Erledigt. Übrigens, kurze Frage. Ah ja, guck mal, da bist du ja. Hallöchen, na du. Na du, Süßer. Kannst du nicht mal entscheiden? Das wollte ich nämlich. Dann gucken wir uns mal hier kurz an. Bin ich überhaupt noch auf dem Weg? Guck mal, wie der Weg geht, ne? Jetzt müsste ich eigentlich hier vorne gleich eine scharfe Kurve machen. Dann hier runter. Und dann, glaube ich... Okay. Gehen die Kurve andersrum, wa? Hier zu landen. Oh.
Okay. Hilft die Zivil. Einfach. Geht doch. So, meine Pfeile wieder ein bisschen einsortiert. Jetzt helfen wir noch den anderen. So, das haut ab. Komm mal her. Komm, komm. Muss noch das mal hier an. Versus fueris conemo pro amici tertium facet tertium sanguinum fulcrum stulti sanguine damnatus venit in. Ultimem quod. Oh.
Et damo vos in consumationem! Ich würde sagen, das waren alle jetzt, ne? Also fast jedenfalls. Alter. Da muss ich erstmal hier alles einsammeln. Komm, dich krieg ich auch noch. Kristall, deswegen machen wir das ja hier, ne? Hier war doch gerade noch was, ne? Genau. So, dann hier. Welch schreckliche Schändung der Toten. Du hättest nicht herkommen sollen. Bin bereit. Stirb endlich! An die Waffen! Es gibt Ärger! Du kannst nicht fliehen! Los. So. Da ist noch was. Und damit habe ich diesen Außenposten erledigt. Hey, warte mal. Das war zu viel. Das war zu viel. Da war ich schon wieder so. Da hätte ich mir sparen können. Aber der Ort ist abgeschlossen. Deswegen kann ich mich jetzt auf den Weg hierhin machen. Auch wenn es jetzt nicht gerade ganz zum Ende nicht mehr ganz so war, wie ich gerne gewollt hätte. Im Sinne von wegen den Leuten helfen. Aber okay. So, dann müssen wir jetzt irgendwo hier links abbiegen. Genau. Genau, Apollon Orakel. Hier gibt es eine Schriftrolle.
Aber die wollen wir jetzt gar nicht eigentlich machen, sondern ich mache jetzt mal den Aussichtspoint. Der ist dann da. Und dann haben wir hier so eine schöne Nebenquest. Schnell mal da hoch. Sind wir natürlich hier, ne? Könnte ich ja theoretisch, weil ich schon oben bin, schnell die machen, ne? Aber nö. Ich werde mir jetzt die Nebenquest schnappen. Dieser Ort. Der Schrein. Er strahlt mit göttlicher Kraft. Das Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Was haben wir hier? Nasse Arbeit. In den grünen Bergen, wo ein großes Aquädukt gebaut wird, findest du seine Quelle hoch oben in den Bergen. Darin findest du mich am Boden des tiefsten Beckens, verstaut neben zwei großen Krügen. Habe ich jetzt echt gerade ein Papyrus-Rätsel aufgenommen, obwohl ich das gar nicht wollte? Wie immer. Und das Apollon-Orakel, die göttliche Phoebe, wird sich an der heiligen Quelle waschen, damit Apollons Lied zu ihr klingen kann. Dann mögen die Protetei dem Gott des Lichts eine Opfergabe darbringen. Opfere eine Ziege am großen Altar des Schreins. Apollon wird den Schleier von ihren Augen verwehen und ihr zeigen, was passieren wird, auf das sie uns leiten möge. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Letos goldenes Kind. Lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schaudre in deinem Feuer. Okay. Ich habe deine Präsenz in meinen Visionen gespürt, Adler. Apollon sprach von dir. Der König weinte, als er den weißen Hirsch tötete. Denn es war die verzauberte Jägerin, blass und schön mit einem goldenen Strahlenkranz. Apollon befahl Gaia, des Königs Kummer sanft zu halten, ein Tränensee hoch über den Ebenen. Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg, nahm seine Geliebte mit hinein und sprach: Niemand soll dich aufsuchen, niemand außer dem Adler. Er wird hoch über den fünf Städten schweben, mit dem Strahlenkranz der Jägerin im Schnabel. Warum nennst du mich Adler? Dein ist das heilige Relikt, Adler. Finde es und erweitere deine Reichtümer. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Was du suchst, ist zahllos. Hoch in den Bergen. Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal den Part auch an, weil dann komme ich ja eh vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, komme ich eigentlich hier lang? Guck mal schnell, dass hier kein Weg lang fährt. Guck mal auf der Karte. Nee, ist echt kein Weg. Da muss ich mal ausnahmsweise kurz hier lang krauchen. Von hier reinkrauchen, rumkrauchen. Hochkraxeln, Mensch. So. Oh.
Hier tun eine Menge Banditen rum. Gebracht hat es nichts, außer dass ich jetzt gerade ein paar Banditen verprügelt habe. Yippie! Und weiter geht meine Reise. Vergessenes Heiligtum. Zwei kleine Sachen. Und dann haben wir diesen Ort jetzt auch abgeschlossen. Und dann können wir eigentlich irgendwo da unten hin, ne? Verzweifeltes Sickergrubenversteck. Vorsichtig sein. Hey, was? Da bist du! Okay, da schläft einer. Echt gesehen? Kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Hey, was? Hol ich mir noch ganz schnell den hier. Und dann bin ich hier schon durch, ne? Nö, bin ich jetzt ganz ehrlich, mag ich jetzt gerade nicht mehr runter. Als nächstes machen wir diesen Point. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Schaut auch gerne bei einem meiner Livestreams rein, wenn ihr mögt. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.